Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Family Vlog. Heute ist Samstag, der 5. Mai und heute ist es endlich soweit, denn wir fahren, also ich und die Millie, die Jungs sind beim Papa, zu der Baby Expo und ich dachte mir, ich nehme euch einfach mit. Wir sitzen schon im Auto, ich werde die Kamera aber ausmachen, denn ich fahre auch mit Navi hier. Und ja, wir sehen uns dann einfach dort. Viel Spaß! Ja, meine Lieben, wir sind jetzt schon da. Wir warten jetzt nur auf die Freundin und dann geht's los zur Baby Expo. Ja, Achtung. Jetzt film ich. Milli. Milli. Kuckuck. Hallo. Jetzt mit einer Hand filmen und einer Hand fahren geht nicht. Ja. Ich hasse es, wenn die Leute mich so anstarren. Physik? Was suchst du? Warten. Sind jetzt zurück von der Babymesse und ich würde sagen, ich melde mich zu Hause, denn da werde ich euch dann alles zeigen, was ich bekommen habe. Das ist hier alles drinnen und im Kinderwagen unten auch. Also würde ich sagen, wir sehen uns dann einfach später oder bis gleich. Tschüss! Hallo meine Lieben, ich bin jetzt endlich wieder zu Hause. Wir haben es jetzt mittlerweile 6:45 Uhr. Die Emilia ist jetzt auch schon im Bett, also wir sind um 5:45 nach Hause gekommen von der Baby Expo. Ich glaube um 15 Uhr oder 14 Uhr sind wir von der Baby Expo rausgegangen, aber ich war noch bei einer Freundin bis jetzt. Ja, und ich bin echt K.O. Also das war Wahnsinn, wie viel los war. Auf alle Fälle, wundert euch nicht, das ist eben von der Baby Expo. Ich werde euch das alles zeigen, also jetzt nicht alles, sondern das, was ich hauptsächlich bekommen habe. Ich habe, glaube ich, an tausende von Gewinnspielen mitgemacht, einfach so. Und ja, ich wünsche euch einfach viel Spaß und ich zeige euch jetzt einfach alles. Okidoki, also ich habe eine E-Mail auch bekommen von Mom, dass ich einen Code zugeschickt bekommen habe, dass ich mir eben etwas abholen kann, eine kleine Überraschung. Leider Gottes habe ich nicht am Gewinnspiel mitgemacht bei Mom, das habe ich total verschwitzt, aber ich habe bekommen diese süße Tüte auf jeden Fall. Ich glaube, das hat jeder bekommen, der was gekauft hat. Und in der Tüte durfte ich mir aussuchen, entweder einen Schnuller oder ein Flascherl.
Und ich weiß, dass die Emilia keine Mamm-Schnuller nimmt, sondern nur Advent-Schnuller. Deswegen habe ich mir das Flascherl genommen und habe dieses süße Mamm-Flascherl bekommen. Und ja, Emilia ist aber schon zu groß für das, aber ich werde es aufheben, denn ich werde das dann einfach verlosen. Für eine Verlosung aufheben, so. Ja. Dann möchte ich euch zeigen, ja, also wir haben lauter Prospekte bekommen von verschiedenen Ständen. Manche waren eben sehr interessant und manche eben sehr uninteressant, also für mich jetzt, ja. Aber da gab es einen Stand, ich finde, da liegt's. Und so, der heißt Liebli. Der ist total süß gewesen. Also wirklich handgemacht in Wien. Wunschgröße, hochwertige Stoffe mit wachsende Schnitte. Da gibt es Mützen, Tunika, Kleider. Ich muss das etwas ablesen. So sieht das aus. Ja, und da ist ja eben auch ein Gutschein drauf, auf den einlösbar bis, wow, bis 30.09. Ich muss das etwas so ausblenden. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Dieser Shop, der macht Schmuck selbst. Also die Hälfte davon oder ein Viertel davon geht an das Kinderheim. Also sie machen diesen Schmuck, verkaufen den und ein Teil davon geht auf jeden Fall ins Kinderheim. Also die haben mich total inspiriert, kann man sagen. Ich werde mir das auf jeden Fall noch genauer durchlesen und genauer anschauen, weil an diesem Stand gab es einen kleinen Vorfall mit der Emilia von meiner Freundin. Der Kinderwagen ist umgeflogen, beziehungsweise ihr Sohn ist rausgegangen, der Kinderwagen ist nach hinten gefallen und die Millie hat sich ihren Finger eingezwickt dabei. Also das war totales Chaos. Es war total heiß und die Millie hat nur gebrüllt. Okay, nach einer Weile hat sie sich aber wieder beruhigt und der Finger ist dran und es ist alles gut. So, dann habe ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, habe ich einen Zettel ausgefüllt und so gewinnspielmäßig. Dann habe ich das dazu bekommen. So ein Lätzchen. Ich möchte das nicht zu viel angreifen, das raschelt sehr. Da steht drauf das war wegen der Kinderversicherung. Auf jeden Fall ist das sehr weich. Ich lege es weg, weil es raschelt. Das werde ich auf jeden Fall vielleicht auch für eine Verlosung nehmen. Denn ich bin ehrlich, ich benutze keine Batterl oder sonstige Sachen. Machen wir weiter ganz, ganz schnell. Ah, da. Ganz am Anfang, wo wir reingekommen sind, habe ich zwei, ich glaube, Malbücher sind das. Nein, sind keine Malbücher. Ein Malbuch und eine Baubafibel. Keine Ahnung, was das ist. Aha, okay. Keine Ahnung, das eine Heft sieht so aus. Ich weiß schon. Sowas hier. Und einmal so ein Malbuch. Ja, sehr cool. Und das Ganze habe ich natürlich zweimal, weil wir sind zweimal vorbeigegangen und ich habe es mir zweimal genommen. Denn ich habe zwei Jungs. Dann waren wir beim Biberstand und dann habe ich bekommen sowas hier, das packe ich gleich aus. Die hat uns nur erklärt, Schminken und dies, das. Und dann haben wir eben sowas bekommen. Und die Millie hat bekommen eine kleine Giraffe. Die gibt es bei uns beim Biber zum Kaufen. Also hier ist das Biber-Logo-Zeichen. So, die gibt es bei uns beim Biber. Ich glaube, sie heißt Shirin, irgendwie so. Und ja, das ist auf jeden Fall unsere erste Giraffe. Ja,
Emilia hat sich gefreut, hat sie schon gleich in den Mund gesteckt. Natürlich war die verpackt, also ja. Dann waren wir beim Milupa-Stand und ich mag Milupa sehr, sehr gerne. Und da durften wir auch, da gab es so ein Rad, da durften wir dreimal drehen und da gab es dann eben einen Sofortgewinn. Beim ersten Mal, also ich bin zweimal hingegangen, nach einer Stunde circa. Beim ersten Mal habe ich Sofortgewinn gemacht und habe mir die Brotstangerl ausgesucht. Die sind natürlich schon offen. Ich habe der Emilia auch gleich eins gegeben, weil sie jetzt so fürchterlich geweint, weil sie so fürchterlich müde war. Und ich war dann froh, als sie aufgehört zu weinen. Auf jeden Fall diese Brotstangen hier. Nach einer Stunde sind wir noch einmal hingegangen und ich bin aber ohne Kind hingegangen und habe nochmal gedreht. Ich glaube, sie hat mich erkannt oder vielleicht auch nicht, aber mir egal. Auf alle Fälle habe ich mir dann was Neues ausgesucht. Das habe ich auch beim DM oder Bieber noch gar nicht gesehen. Entweder bin ich wirklich blind. Auf jeden Fall auch von Milupa so ein Müsli mit Früchte. Und ich bin eh immer so, ich muss schauen, was ich der Emilia zum Frühstück gebe. Und da steht ohne Zuckerzusatz. Und das ab 12 Monaten, das klingt einmal super. Und da steht auch bald im neuen Design 1 bis 3 Jahre. Ich werde das auf jeden Fall testen und ich finde das voll cool. Ich glaube, ich hätte... Nee, ich bin froh, dass ich nur eins genommen habe. Ja, genau. Dann habe ich noch zwei Feuchttücher bekommen. Einmal vom Babywell zum Wohlfühlen. 15 Stück. Da steht feuchte Waschlappen. Reinigen und pflegen sanft von Kopf bis Fuß. Mit Aloe Vera, ohne Alkohol, Mineral, Öl und Farbstoffe. Also ohne diese Dinge. So sieht das aus. Finde ich voll cool für die Handtasche oder eben für den Rucksack. Und einmal von HIP Ultra Sensitive Feuchttücher ohne Parfüm. Ich glaube, das kennt eh auch jeder. Finde ich auch voll cool. Glaube ich so bekommen. So quetschi. Einmal von Milupa Fruchtcocktail. Die kenne ich gar nicht. Die sehen so aus. Also die kenne ich überhaupt gar nicht, die von Milupa. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann noch eines vom Baby Vita bekommen. Die kennen wir. Sie hat zwei bekommen. Das eine hat sie schon gegessen. Getrunken, gegessen. Ja. Auf jeden Fall zwei Quetschis. Von Merkur. Ah, die Vorversicherung. Okay. Ich habe nur gesehen, ah, da gibt es was zum Trinken. Ah, cool, geh mal hin. Er hat gefragt, was für eines ich haben möchte. Ich glaube, das eine war Apfel-Mango und das war Karotte-Marille. Und ich habe dann das hier genommen. Und das habe ich noch nicht gekostet und das werde ich später kosten. Dann waren wir eben beim Billa, da mussten wir auch was ausfüllen. Dann haben wir eben diese Tragetasche bekommen mit einmal gratis liefern und zwei solche Milchbrötchen. Hoppala. So, zwei. Eines ist schon offen, das wollte ich eigentlich der Milli geben, weil sie eben so viel geweint hat, aber sie wollte es nicht. Jetzt ist es offen. Ja, so ein Gutscheinheft von der Baby Expo. So sieht das aus. Ja, hier eben der Plan von dem Ganzen. Hier war der Eingang und da sind wir halt durchgegangen. Ihr habt das, glaube ich, eh gesehen, ich habe nicht allzu viel gefilmt. Aus dem Grund, weil die Emilia so viel geweint hat. Und ich bin ganz ehrlich, mir war das so viel unangenehm zu filmen vor so viele Leute. Sogar vor meine Freundinnen habe ich dann gesagt, es ist ein bisschen komisch, neben euch zu gehen und in die Kamera zu quatschen. Ja, es war mir ein wenig peinlich. Zwei solche, ich weiß gar nicht, wie das heißt, so
Die kommen ans Leiberl. Und zwar so sieht man das. Ich finde die voll süß. Ich habe es einmal in rosa und einmal in violett. Also, oh Mann, in violett habe ich es bekommen und in rosa habe ich gefragt, ob ich die auch haben darf. Dann habe ich vom Mamm-Stamm, habe ich noch so zwei Postkarten gesehen, die haben mir sehr gut gefallen. Und da habe ich gefragt, ob ich die mitnehmen darf. Einmal dieses hier. Und die werde ich einrahmen. Und einmal dieses hier. Das hat mir sehr gut gefallen. Wirklich, ja, Emilia hat dann eben noch das bekommen. Ja, das hat sie aber schon kaputt gemacht. Ja, eine Flöte hat sie noch gewonnen. Genau. Und ich habe halt nichts bezahlt. Ja, Eintritt 12 Euro war das. Und ja, ich habe nur eine Sache bezahlt. Und zwar habe ich da Emilia neue Schnuller gekauft, weil sie beißt alle irgendwie auf. Und diese hier habe ich gesehen und habe mich total verliebt, denn diese hier gibt es nicht beim Bieber und nicht beim DM. Und ich suche überall solche Schnuller mit Motiven drauf, die mir halt persönlich sehr gefallen. Das sind diese. Auf den einen steht Little Princess und da ist so eine kleine König, ich pack. So, jetzt sieht man das besser. Ich habe die jetzt noch dran gelassen. Einmal Little Princess und da ist so eine Prinzessin drauf. Und ich habe die jetzt von 6 bis 18 Monate gekauft. Okay, nein, der Rand ist aber nicht weich. Was ist denn das? Ah, okay, wegen der Luft. Ultra Air. Okay, da steht drauf, maximale Luftzirkulation für die empfindliche Haut von Babys. Aber der sieht doch mega süß aus und sie zerbeißt die da oben eben immer. Und jetzt habe ich mir gedacht, ich kaufe ihr neue Schnuller. Das war das Einzige, was ich gekauft habe. So. Dann waren wir nach der Baby Expo noch bei Müller kurz und da habe ich mir endlich eine neue Sonnenbrille gekauft, denn meine Jungs und ich glaube auch die Emilia, ich hatte zwei Sonnenbrille, beide haben meine Kinder kaputt gemacht und jetzt habe ich eine neue. Ah ja, ich muss sie hier noch einstellen, aber ihr könnt ja mal auch in die Kommentare schreiben, ob sie mir passt. Also ich finde sie cool, ich habe endlich wieder eine Sonnenbrille und die war gar nicht so teuer. Ja, also so sieht sie aus. Ja. Okay, ich habe jetzt glaube ich genug gequatscht. Auf jeden Fall sieht sie aus mega. Hier und hier und wie gesagt, das sind nur Prospekte, was ich bekommen habe. Die werden, glaube ich, alle im Müll landen. Oh Gott, ich bin so K.O. Der Tag heute war echt mega anstrengend. Obwohl wir nur herumgegangen sind. Aber die Emilia, wie gesagt, war im Prinzip super brav. Wirklich super brav. Sie hat nur sehr viel geweint, weil sie eben müde war. Und ja, ich werde hier den ganzen Mist, wollte ich sagen. Also das ganze Zeug jetzt einmal verräumen. Und ja. Und dann werde ich dieses Video gleich schneiden, damit es am nächsten Tag online kommt. Also am Sonntag. Also wenn ihr dieses Video seht, ist es Sonntag. Da, ja. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick in diese Messe, Babymesse, Baby Expo. Die nächste Baby Expo ist in Wiener Neustadt im November und da werde ich auf alle Fälle auch hingehen. Aber diesmal glaube ich an einen Freitag, wenn nicht so viel los ist. Und wie gesagt, es tut mir nochmal leid, dass ich nicht allzu viel filmen konnte. Ja.
Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und es wurde nicht zu lange. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!